Ich habe immer eine Verbindung zur Kunst der Vergangenheit gehabt. Also mich interessiert sehr die Kunst, die war und mit der ich letztlich als Kind angefangen habe, zu denken, zu leben und zu arbeiten. Und zu meiner Zeit im Osten, was man sicher von Korea her sehr gut beurteilen kann, weil wir waren in zwei Hälften gespalten, Deutschland in Ost und West, so eben wie Korea unglücklicherweise immer noch gespalten ist. In dieser Zeit, in dieser meiner Anfangszeit, war Picasso ein großer Mann, ein großer Maler. Und es ist eigentlich auch bis heute geblieben. Und es gibt ja das ganz berühmte Bild von ihm, das heißt Mademoiselle d'Avignon. Das hängt im MoMA, glaube ich. Und dieses Bild hat mich von verschiedener Weise immer sehr interessiert. Es gab wenig Leute, die Sammler, die schon engagiert waren bei Picasso, aber die wenig Verständnis hatten auf dieses Bild, weil es beruhte auf einem alten Modell. Ein Vielfigurenbild mit einem etwas anzüglichen Titel. Es ist sozusagen ein Hurenhaus dargestellt mit den Mädchen, die dort bedienen. Und ich habe in meiner jüngsten Vergangenheit viele Arbeiten gemacht in Beziehung dazu. Nicht formal, nicht ästhetisch, sondern einfach bezogen auf die Geschichte und auf den Titel. Seit 2 Jahren spreche ich nicht mehr zu guter Letzt mit einem Film über meine Bilder, sondern ich mache sie in einer Abklatschmethode. Mich interessiert, wie komme ich zum Ergebnis? Und ich male einfach ein Bild auf eine Leinwand, auf dem Boden liegen. Das enthält diese Figur, diesen Akt, dieses Mädchen von d'Avignon. Und das mache ich in einer ganz kindlichen, ziemlich dummen Weise. Allerdings kalkuliert auf den späteren Abklatsch hin. Und der Vorgang dauert kurz und je einfacher dieses Vorbild ist, also diese Kindermalerei, umso größer ist die Aussicht, dass es gelingt. Und ja gut, in dieser Weise habe ich in der letzten Zeit Bilder gemacht, die ausgestellt waren, zunächst in Salzburg, in der Galerie Robatsch und die Fortsetzung wiederum in Salzburg, das heißt mein Atelier ist hier in der Gegend von Salzburg, betrifft diese Ausstellung in Korea und ich weiß, ich hatte vor Jahren eine größere Museumsausstellung in Korea und ich habe gehört, dass der Erfolg sehr groß war. Vielleicht gibt es ein Verständnis im Publikum für diese doch etwas abrupte Weise meiner neuen Bilder oder meiner neuen Arbeitsweise.